Ja, recht herzlich willkommen zur zweiten Folge von unserer zweiten Serie Dwarf Fortress. So, dann laden wir mal unser Kleines vor. Wir hatten letztes Mal schon weit alles vorbereitet und können eigentlich diese Runde dann in den Berg loslegen. Da steht unsere Karawane. Und ja, die sucht jetzt den Eingang hier am Berg. Dann wollen wir mal gucken. Hier oben sind so Steine schon zu sehen. Und dies ist hier wohl nicht so. Gucken wir mal hier. Unten geht es nicht weiter runter, dann passt das schon. Ja, hier. Ich habe fast, würde sagen, hier ist eine schöne Stelle, wo wir uns mal reinbuddeln können, oder? So, dafür drücken wir die Taste D und dann nochmal D für Mein und dann sagen wir dem ersten, dass er mal loslegen soll, dass wir hier den ersten Gang in den Berg kriegen. Shift-Taste gedrückt, springen wir mal 10 Felder weiter. Guck mal, hier ist eine. Ist zwar nicht so tief die Stelle jetzt hier. Ne? Wenn wir jetzt hier unten hingehen. Ja, wir sind schon ziemlich unten dann. Ja, können wir erstmal so lassen. Machen wir erstmal hier und dann sehen wir mal weiter. Ne? Also hier rüber. Einmal Enter gedrückt, dann blinkt die Stelle. Und dann 1, 2, 3, wir gehen mal so weit wie möglich nach hinten, bis auf 10 Steine. Oder sollen wir überhaupt? Nein, wir machen erstmal nicht so tief, wir machen erstmal nur bis hier. Und 3 runter. So, und das ist der erste Gang, den wir machen. Und der soll dafür da sein, dass dann ein Raum hier noch gebaut wird. Machen wir auch noch gerade. Machen wir. Einen kleinen Knick nochmal. Hier entern wir. Nochmal so. Und dann fangen wir hier an. Mit einem ziemlich großen Raum. Und das ist nachher der Raum, wo der Handelsplatz in der Mitte ist und die Karawane. Allerdings wollen wir den zuerst nicht so groß machen, weil das würde unwahrscheinlich lange dauern, bis der Raum fertig ist erstmal. Deswegen werden wir hier nochmal mit der X-Taste den Raum unterteilen. Einmal da, einmal da, da fehlt jetzt die Wand. Und das gleiche machen wir mal gerade hier noch. Bis dahin, das machen wir auch weg. Dann gräbt er jetzt nur diesen Raum erstmal aus, damit wir da einfach nur ein bisschen Platz kriegen. Gut, hier draußen wollen wir Bäume fällen. Chop down trees, das ist T. Drücken wir jetzt die T-Taste. Gehen wir mal nach rechts, hier so hin, wo wir hier jetzt sind. Und dann hier mal entern. Und dann machen wir hier so eine Fläche. Und seht ihr, alles, was jetzt invertiert dargestellt ist, wird dann abgeholzt. Und dann haben wir noch die Möglichkeit, Pflanzen zu ernten. Und dann machen wir die P-Taste. Und das machen wir im gleichen Bereich, denke ich mal. Und das, was jetzt schwarz geworden ist, das sind dann Büsche, die wir da auch abernten können. Gut. Ja, das ist das Erste, was wir machen wollen. Drücken wir mal dann Escape, dass wir aus dem Menü rauskommen. Und dann die Space-Taste. Und dann sollten eigentlich die ersten hier angelaufen kommen und was machen. Und da sind schon drei. Der vierte kommt auch. Da wird in den Berg reingehackt. Und da werden Hölzer umgehauen und Pflanzen geerntet. Wunderbar. So, hier drinnen, wenn wir gleich das abgebaut haben, machen wir einen Stockpile dahin. Dann können wir da schon was einlagern. Wir können aber auch draußen sowas machen. Da müssen wir mal schauen, wie weit wir das dann machen werden. So, hier seht ihr, da wird was gemacht. Holz, auch ein Buschbaum abgeholzt. Ne, das passiert alles. Hier drinnen ist er am Vorwerken. Und macht hier den Stollen in den Berg. Gut, der ist jetzt noch relativ langsam, aber der wird mit der Zeit auch besser. Wenn er besser wird, geht das Ganze schneller voran. Ja, so, jetzt geht er nach vorne, macht hier wieder was. Gut. Ja, mit K kann man sich angucken, was da unter einem ist zum Beispiel. Drücken wir mal gerade die K-Taste, dann seht ihr jetzt, wo ist unser X? Da. Na, dann kann man hier drauf gehen, dann sieht man, das ist eine Zeder.
Und hier blinkt jetzt was, das ist ein Shrub, also irgendwie so ein Busch. Und ja, so kann man sich vieles angucken. Hier sehen wir Zedernstämme. Und hier ist das auch. Oak, das ist Eiche. Hier auch, ne? So kann man sich alles angucken. Hier drinnen sieht man dann, was er da gebuddelt hat. Andesit ist irgend so ein Stein. Genauso wie hier auch. Hier kann man auch sehen, was für ein Boden das ist. Andesit Cavern Floor ist das. Und ja. Da sieht man, das ist noch eine Wand, weil das hat er ja noch nicht weggemacht. Ja, so ist dann die Möglichkeit mit dem K gegeben. Drücken wir mal Escape, dann sind wir da wieder raus und es geht weiter. Gut. Ja, was können wir dann machen? Unsere Karre steht hier. Die Buchstaben geben dann wieder, was das sind. Das kleine D steht für einen Hund. Das kleine R für einen Rabbit, also einen Hasen. Und hier hatten wir irgendwo gerade noch ein C. Das müsste die Kuh sein. Ja, da ist noch jetzt ein Yak fürs Y wahrscheinlich bei, weil man kriegt zwei Tiere, glaube ich, irgendwie so als Bonus immer mit. Das ist wohl sozusagen in Anführungsstrichen die erste Nahrung, falls man da was vergessen hat, dass man da nicht hungert. Okay, das sind unsere ersten Leute. Und wir sehen, dass hier so ein bisschen was vorangeht. Gut. Ja, was machen wir jetzt? Wir müssen gucken, dass wir natürlich Räumlichkeiten genug kriegen. Wie tief ist das hier? Nach unten, da sind wir schon ziemlich weit unten. Man kann jetzt zum Beispiel auch hier hinten noch weiter graben und macht den ersten Stein in Anführungsstrichen jetzt nicht. Wenn man den nicht macht, ist es dann so, dass man das zwar alles schon planen kann, aber man gibt immer nur gewisse Bereiche frei. Dann baut der nicht immer alles auf einmal sozusagen. Ne? Wir können jetzt zum Beispiel wieder hier mit Destination drücken, nochmal X drücken. Und dann können wir sagen, komm, wir machen den Raum doch noch nicht so groß. Hier nochmal und dann können wir den auch wieder noch verkleinern. Ne? Dann fehlt das Stück auch wieder. Hier ist jetzt keine Verbindung rüber, das heißt, er würde das hier unten alles nicht ausgraben. Er gräbt nur das obere aus. Ja? Dann drücken wir wieder Escape und dann, ups, ein zu viel. Dann seht ihr, jetzt ist für ihn hier die Grenze und weiter gräbt er nicht aus. Gut. Schön wäre es, wenn die Ecke zuerst fertig werden würde. Dann könnte man hier schon Stockpile anlegen, aber es ist halt noch nicht so. Gut, da gräbt er jetzt wieder, da. Schön wäre, wenn wir hier jetzt ein Feld komplett frei hätten, dann kann man auch einen ersten Workshop machen, so mit Holz oder sowas. Dann können wir nämlich auch Türen bauen und Betten bauen und Stühle und Tische. Das wäre ja auch wichtig, dass wir das kriegen. Ja, jeder, der da nachher seinen Raum hat von den Zwergen, der möchte auch spezielle Gegenstände haben, die dann gebaut werden. Ne? Gut, hier in der Mitte wird nachher der Handelsplatz für die Karawanen sein, deswegen werden wir da weniger was reinbauen, sondern mehr hier oben am Rand. Ja. Er baut das jetzt hier alles ab. So, da müsste jetzt eigentlich schon, wenn dieser Stein vielleicht weg ist, ist da genug Platz, dass wir sagen können, komm, wir bauen da jetzt erstmal ein Gebäude hin. Da drücken wir B für Building oder Buildings und dann seht ihr, hier sind ganz viele Sachen. Bett, Stühle und hier vertikale Streben und ganz viele Sachen. Hier ist eine Brunnenbrücke, Straße kann man bauen, hier sind Fenster aus Glas und Edelstahlfenster, Edelsteinfenster, nicht Stahlfenster, und da kann man ganz viele machen. Und wir wollen jetzt hier bei einem Workshop erstmal hin, das ist ein W für Workshop, und dann gibt es ganz viele. Hier zum Beispiel für den Gerber sein Handwerksraum und hier für Mechanics, dann kann man da Zahnräder bauen und Schalter. Hier ist eine Destille, die ist ja ganz wichtig, dass wir eine Destille haben, damit unsere Zwerge Alkohol kriegen. Das erste, was wir jetzt aber haben wollen, ist eher so ein Masons Workshop einmal, beziehungsweise ein Carpenters Workshop. Ich mache mal jetzt erstmal den Carpenters Workshop, C. Jetzt seht ihr da so eine Fläche von 3x3 und die ist jetzt rot, und wenn dann eine Fläche da ist, wo das geht, wird die grün. Gut, den setzen wir jetzt mal dahin. Und dann wird gefragt, aus was soll der gebaut werden. Seht ihr rechts eine ganze Liste. Alles, was jetzt da in der Nähe zur Verfügung steht, können wir jetzt bauen. Wir bauen den natürlich erstmal aus Stein, weil wir das hier als nächstes auch liegen haben. Dann brauchen wir nicht so weit suchen. Und dann machen wir Enter. So, jetzt Escape aus dem Menü raus.
zweimal Escape sogar. Und dann seht ihr, er macht jetzt hier weiter. Und jetzt muss jemand kommen und muss den Workshop bauen. Einer ist dafür gleich zuständig. Und wenn man hier sieht, hier sind so blaue Tropfen zu sehen. Das sind jetzt Regentropfen. Hier laufen Hunde lang. Da kommt jetzt einer und der schleppt die ersten Steine dahin, damit unser Workshop gebaut wird. So, da seht ihr. Jetzt ist der wahrscheinlich fertig. Hier kann man auch schöne Säge sehen und einen Hammer und ein paar Nägel. Ja, das zu erkennen. So, der Dingens ist jetzt fertig geworden. Jetzt machen wir schnell nochmal das D und nochmal das D. Und dann gehen wir dahin in diese Reihe. Einmal nach da. Bis da. Und dann haben wir ihm jetzt gesagt, dieses Stück jetzt auch wieder machen, ne? Jetzt kommt er gleich wieder und dann macht er da auch weiter. So, jetzt können wir mit Q auswählen. Immer, was als nächstes in diesem Bereich von unserem X ist, das ist in diesem Fall der Carpenters Workshop, wird ausgewählt. Ne? Wenn wir jetzt hier noch einen Shop hätten, der weiter weg ist, dann wird er nicht ausgewählt. Aber wenn wir so ein paar Schritte rüber gehen, wird er auch ausgewählt. So, jetzt haben wir das hier. Jetzt kann man auf Add New Task gehen. Und dann Make hier ein Holzschild, ein Buckler, das ist etwas kleineres Schild, oder ein Trainingsspeer oder ein Trainingsschwert kann man machen, eine Trainingsaxt, ein Fass kann man machen, kann man ganz viele Sachen herstellen, ja. Was wir jetzt erstmal anstoßen werden, ist vielleicht ein Bett und dann werden wir, wenn wir diesen Raum gleich fertig haben, noch ein paar Zimmer machen, damit unsere Zwerge auch Schlafzimmer kriegen. Aber hier können wir schon mal das B drücken für Construct Bed und jetzt müssen wir wieder A drücken und dann immer wieder hin und her. A, B. Weil wir wollen jetzt nur so 7 Betten machen, weil wir 7 Zwerge haben. 2, 4, 6, 7. Man könnte sicherlich auch den Befehl R machen für Repeat. Dann macht er ganz viele. Ja, dann wird er unendlich viele Betten machen. Aber das wollen wir ja nicht. Gut, dann drücken wir jetzt Escape und dann werden die 7 Betten gemacht. Stopp, wieder einer zu viel. Jetzt müsste unser Miner wieder kommen und unser Carpenter kommt jetzt. Der geht da rein, hat sich schon Holz geholt, wie ihr gesehen habt. Das blinkte da ja. Und der macht das erste Bett. So, er macht jetzt diesen Raum und wir können jetzt nochmal D für Dick machen. Dick. Und dann gehen wir hier oben mal hin, weil ich würde ganz gerne hier diesen langen Gang verlängern. Enter. Shift-Taste drücken, dann geht das nach hinten. Einen machen wir zurück. Bis dahin. Das wird jetzt ein langer Gang. Und von diesem langen Gang gehen wir dann nach unten nochmal weg. Ja, wir machen den noch ein bisschen länger. Warte mal, wir machen das so, dass wir hier da kommt eine Mauer hin. Da muss eine Mauer hin. So, da machen wir das so, dass wir jetzt hier 3x3 große Räume machen. Das werden jetzt unsere Schlafzimmer. 3x3 für die, ja, hier ein Dingens, wir können jetzt hier mit der Maus arbeiten tatsächlich. Das ist das einzigste Mal, dass man hier mit der Maus arbeiten kann. Da seht ihr, kann man das so machen, dass man die Maustaste klickt oder wenn man die Maus festhält, dann kann man hier die Räume auch so machen. So, das wollte ich jetzt so haben. Für unsere Zwerge machen wir da jetzt die Räume. Jetzt ist die Frage, was geht schneller, was geht langsamer, wenn er irgendwann mit der Tastatur nur arbeitet. Wird es wahrscheinlich auch mit der Tastatur am Ende schneller sein. Ich wollte es jetzt nur mal zeigen. So, Escape gedrückt. So, wenn er jetzt hier gleich fertig ist, vielleicht auch schon zwischendurch, geht er dahin und macht da weiter. So, die Betten werden jetzt hier gemacht und dann können wir die nachher, wenn er dann darüber geht, auch die da reinstellen. Dann, wenn die Betten fertig sind, brauchen wir auch noch Türen. Damit die Räume auch abgeschlossen sind. Hier vorne machen wir als erstes nachher eine Tür rein. So ein bisschen zum Schutz in Anführungsstrichen. Ne? Wenn man jetzt hier die Taste, wo ist es denn jetzt? View Items in Building T drückt, dann kann man auch sehen, jetzt habe ich nicht die Shift-Taste gedrückt, seht ihr hier, es sind 3 Betten da drinne. Ein Pinienbett, ein Zedernbett und ein Lärchenbett. Und man sieht an diesen Zeichen, wie hoch die Qualität auch ist, die vor und hinter dem Bett ist. Hier ein Sternchen plus ein Dingens, da gibt es eine Rangfolge sozusagen in den Zeichen. Ich habe jetzt nicht im Kopf, was es ist, aber umso mehr glaube ich, das Plus ist ein relativ niedriges, das Sternchen ist schon ein relativ hohes. Gut, da hat er schon 3 Betten fertig. Der Miner ist jetzt hier oben, macht gerade den Gang. Wäre schön gewesen, wenn er hier erst noch weiterarbeitet. Naja, aber ist halt so. Gut.
Ja, der wird das jetzt da aushöhlen, der andere wird hier die Dingens machen. Wir können draußen sicherlich noch einen Stockpile erstmal machen. Da müssen wir hier das P, war das P drücken? Ja, P für Stockpile drücken. Und dann können wir hier draußen auch einen Bereich deklarieren. Ups. So. Zurzeit habe ich natürlich das A ausgewählt für Animals. Machen wir mal erstmal so. Und jetzt machen wir mal ein Escape. Und dann gehen wir da nochmal mit Q rein. Und dann können wir das auch einstellen, was da jetzt rein soll. S für Change Settings. Und dann seht ihr hier eine Übersicht, was da alles möglich ist, was man rein kann. Ja, hier D für Disable, dann sind die Animals weg. Dann könnte man Essen einlagern, Furniture einlagern, Corps, Refuse, Stone, Ammo, Coins, Bars, etc. und so fort. Hier ist Wood, das Enable mal. Und alles an Holzarten kann da jetzt rein. Ja? Gut, dann drücken wir hier die Escape-Taste und kommen raus. Und nochmal Escape, dann sind wir aus dem Menü raus. Jetzt sollten eigentlich die alle das Holz nehmen und hier reinbringen. Seht ihr auch, machen sie auch. Das ist jetzt unser Holzlager hier vor der Tür erstmal. Das ist natürlich besser, dass hier er nur von da nach da reinschleppen muss und nicht irgendwo da noch von weit weg. Weil es wachsen zwar Bäume nach, ist klar, aber irgendwo müssen wir auch weitere wegfällen und dann können die schon vorher da sein. So sieht man auch immer, dass man noch Rohstoffe hat und wenn man merkt, das Lager wird leer, dann kann man auch Neues machen. Ne? So, hier hinten ist unser Miner schon bei den Zimmern, die er da gleich anfängt wohl. Und dann können wir das erste Bett auch aufstellen. Ne? Gut, da ist er jetzt drin, da hinten in der letzten Reihe. So, da können wir auch ein Bett hinstellen. Jetzt drücken wir wieder Building und dann nochmal B für Bett. Und jetzt können wir da hinspringen und können dann hier hinten in die Ecke ein Bett platzieren. Jetzt fragt er welches von den dreien, aber das spielt erstmal keine Rolle. Dann nehmen wir einfach irgendeins. So, Escape. Jetzt ist es raus, jetzt kommt gleich einer hergelaufen, geht hier hin und holt das Bett da raus. Das müsste, ja, da hat er das Bett dabei und er stellt das jetzt dahin. Der Miner arbeitet jetzt interessanterweise hier weiter und geht nachher wieder nach da hinten. So, dieser Raum ist dann irgendwann auch deklariert für einen, der sich den dann nimmt. Kann man dann auch sehen. So, er macht hier weiter. Und hat den Raum gleich fertig, dann wird er die weiter aushöhlen und wir werden dann nachher das noch machen. Jetzt drücken wir nochmal D und X und wir werden hier unten mal das unterteilen. Machen wir mal so. Escape. Und dann können wir das später auch machen, dass er diese in drei Stücken macht und nicht alles auf einmal. Gut. Was wir jetzt hier zum Beispiel auch machen können, wir gehen in den Dingens rein, in den Raum wieder rein. Ja, Building. Nee, Q. Ist ausgewählt. Add New Task. Die Betten sind übrigens alle fertig. Und dann können wir jetzt sagen, mach erstmal Türen. Das wäre vielleicht nicht schlecht, dass wir Türen da reinkriegen. Doors für D. Und das machen wir erstmal 7 Mal oder 8 Mal sogar. 2, 4, 6, 7 haben wir. 8. Und dann machen wir nochmal A und dann bräuchten wir Stühle und Tische. Ja. Chair sind hier, das ist C. Und dann machen wir noch ein C. Ich glaube dann 10 Stück sind Maximum. Dann macht man sie wieder weg. Gut. Escape. So, das ist unser erster Dingens, der da läuft. Raum. So, hier seht ihr, jetzt ist der zweite Raum gleich auch so weit, dass wir da auch ein Bett reinstellen können. Da kommt wieder Holz und der wird jetzt da was bauen. Und da kommt einer und der geht wahrscheinlich in diesen Raum rein oder in den, weil er sich den schon in Beschlag genommen hat und der schläft. Das Z seht ihr. Das zeigt das an. Ja gut, dieser Raum ist schon fertig. Er macht diese Räume. Der baut jetzt noch ein paar Türen. Können wir ja auch gerade zeigen. Build Door. WD. Wo sind die Doors? Hier oben ist das D, genau. Und dann haben wir wieder das rote X und wir können dann da irgendwo Türen hinmachen. Ich würde jetzt mal sagen, wir machen erstmal hier eine hin, damit der ganze Trakt hier erstmal eine Tür hat. Place, man kann dann die Tür noch aussuchen, zurzeit ist nur die fertig und passt.
Ja, hier das 1, die 1 dahinter steht, dass wir ein Bett schon aufgestellt haben. Können wir aber B drücken und dann gehen wir da hinten nochmal hin in den zweiten Raum und dann können wir auch hier das zweite Bett hinstellen. Nehmen wir wieder ein Pinienbett und ist gut. Escape gedrückt und dann geht es wieder weiter. Jetzt kommen welche. Der eine holt jetzt gleich eine Tür. Der nächste holt ein Bett und schlürt das dahin. Da sind zwei. Einer hat das Bett, der andere hat die Tür und baut die da schon ein. Gut, der schläft jetzt dafür direkt an der Tür ein, weil er von der Arbeit so müde ist. So geht das weiter. Dann werden wir hier gleich in der nächsten Folge dann weitermachen, aber jetzt soll es erstmal reichen. Okay, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge auch wieder mit dabei seid. Bis dann, tschüss.